Hallo ihr Lieben, wir haben wieder ein kleines Special für euch, denn bald ist der 14. Februar und was heißt das? Ja, genau, es ist Valentinstag und ich werde mal meine Kollegen fragen, was die so an diesem Tag vorbereitet haben, was die von diesem Tag überhaupt wissen. Und falls ihr noch Tipps braucht, die haben wir auch für euch. Also, kommt mit. Wir wollen noch mal gucken, ob wir jemanden finden. Das ist nämlich mal ganz witzig, wenn wir so einen Beitrag haben, flüchten immer alle vor der Kamera, aber heute kriegen wir sie alle. Also, kommt mit. Hallo? Kanada. Jo? Jo! Wir wollen mal gucken, wer hier ist. Der Stefan. Ich habe nämlich gehört, der Stefan hat was vorbereitet. Stefan! Bald ist der 14. Februar. Was heißt das? Das heißt Valentinstag. Ich weiß, dass man am Valentinstag anderen eine Freude macht, habe ich mir gedacht, ich überrasche mal vor allem unsere ganz lieben Kolleginnen. Und für die hast du diese schönen Rosen mitgebracht. Ja, ist das nicht ein Traummann? Unser Prinz ist auch noch romantisch. Deshalb, also, dann los geht's. Ja, ach, wen haben wir denn da? Den Romantischen aus der ganzen Firma. Sag mal, Wolfram, was? Ich habe mein Haar nicht gemacht. Ja, das ist egal. Sag uns einfach mal, bald ist der 14. Februar, was ist da? Das ist 4 Tage nach dem 10. Ich vermute, du willst Valentine's Day raus, Valentinstag. Ja, und? Was? Ja, ich habe an dich gedacht, Schatz. Ach, du hast schon an mich gedacht? Ach ja, guck mal da. Was hast du denn für mich vorbereitet? Darf man das gebastelt. Also du weißt ja, ich bin immer ein großer Bastelfreund und ich habe so eine kleine Papierarbeit gemacht. Kann ich aber noch nicht mehr kann ich nicht verraten. Nein, überrasch mich. Das ist ja das Schöne an diesem Tag. Ja. Und wie ist das denn bei dir privat? Bist du ein romantischer Mensch? Also total. Ja, also ich bin, ich schenke mir meistens immer selber was dann so. Also so speziell an solchen Anlässen. Also Valentinstag ist dein Ding? Total. Ja, Jana, du weißt, bald ist der 14. Februar. Was ist denn da? Valentinstag natürlich. Und ich weiß ja aus sicheren Quellen, dass du schon so der romantische Typ bist. Ja, doch, kann man so sagen. Tatsächlich? Ja. Und erwartest du denn von deinem Freund? Ja. Das habe ich mir gedacht. Erwarte ich. Erwartest du? Hast du denn auch was für deinen Freund? Ja, also falls er es verdient hat, wird derjenige an dem Tag was bekommen. Aber ich habe ja gehört, dein Freund ist ein ziemlich cooler Typ und ein wirklich netter, der auch, denke ich, schon was verdient hat. Also das heißt, du wirst was Schönes vorbereiten. Also das ist natürlich Ansichtssache, aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg, dass er was Schönes bekommt. Da wird er sich ja freuen. Ja, wird er. Ich glaube, du kannst dich wahrscheinlich auch freuen, ja. Ja, echt? Also, du musst weiter drehen, ne? Ja, ich muss in den Außen drehen. Tschüss. Ciao. Was machst du denn hier? Du schreibst hier lieber... Nee, ich habe ja bisher Valentinstag nicht so gepflegt, weil ich finde, jeder Tag sollte Valentinstag sein. Aber ich habe mich jetzt von den ganzen Kollegen breitschlagen lassen, auch mal etwas zu machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Du schreibst ihm einen lieben Brief. Genau. Das ist schön. Es müssen nicht immer nur Rosen und was weiß ich sein, sondern ein Brief wäre auch für euch eine Idee. Also hier gleich notieren als Valentinstagsidee. Da sitzt der Herr Schlemmer. Der Herr Schlemmer hat nämlich auch was vorbereitet. Und was machst du da? Ich schneide gerade Labels aus, sagt man das so, Label? Ja. Ja? Für meine Flasche Prosecco aus Privatweinberg. Und das habe ich natürlich selber entworfen hier, das ist keine billige Computervorlage oder so. Dann macht man das halt da so drauf und dann, ich habe da schon ein paar von im Schrank stehen, aber ich übe das jedes Jahr neu. Ach, das hält jetzt wieder nicht so richtig. Das heißt, du bereitest ja immer so ein paar von vor und verteilst sie dann über das ganze Jahr. Wenn für dich gerade Valentinstag ist, sagst du, dann kommt mal wieder so eine Flasche raus und ein kleines Geschenk für deine Liebe. Ja, sicher. Gut. So, sieht doch ganz gut aus. Also ihr seht, die Hauptsache ist, dass man einfach was Schönes vorbereitet. Vielleicht noch ein bisschen schöner als der Sebastian, das ihr gemacht habt, aber eine Idee für euch.
Hast du vielleicht für unsere Zuschauer, die keine Idee haben, noch irgendeinen Tipp? Ja, es ist ja so, dass ich auch relativ wenig Zeit habe und eigentlich finde ich ja, dass jeden Tag Valentinstag sein sollte. Und da spricht eine erfahrene Beziehungsfrau. Frau Zimmermann heißt nämlich jetzt nicht mehr Frau Zimmermann, nämlich genau. Frau Bonato. Frau Bonato ist verheiratet und ihr Schatz hat dann für den Valentinstag hoffentlich was vorbereitet. Ja, ich hoffe ja. Ich hoffe sehr. Ich werde auch noch eine Kleinigkeit vorbereiten. Ein kleiner Schokokuchen. Leider habe ich ihn nicht selbst backen können, weil ich gerade ganz viel drehe und nicht viel Zeit dafür habe. Aber ich werde ihn schön verzieren. So. Wie denn verlaufen wollen, alles haben ist schwer. Was ist hier los? Das ist die Garderobe von dem Lutz. Und der singt. Moment. Deine Liebe trifft mich, egal wo sie auch ist. Deine Liebe trifft mich, wo immer du auch bist. Ja, ich glaube, das hört sich so an, als würde der für seine Freundin ein Lied singen. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee für euch. Also, falls ihr singen könnt, oder auch nicht. Egal, schreibt ein Lied und singt es für eure Freundin oder für einen Freund. Immer du auch bist. Ja, das waren unsere Ideen für euch, aber was wir gelernt haben, egal was ihr macht, es muss vom Herzen kommen, es muss nichts Wildes sein, sondern einfach nur teuer und dann ist es gut. Nein, Scherz, es muss nicht teuer sein, es muss nichts Wildes sein, Hauptsache vom Herzen, so rum nämlich, und jeden Tag ist Valentinstag. Ganz einfach eigentlich. Also, viel Spaß.